Wenn du krank bist, wirst du ja sicher den Weg zum Arzt wählen. Du nimmst die Wartezeit in Kauf und dann gehst du mit einem Rezept vom Arzt weg. Du besorgst dir die Medizin, du liest dir genau durch, was da draufsteht und du versuchst so genau wie möglich diese Medizin einzunehmen, wie es auf dem Beipackzettel steht. Das ist sicher richtig. Sag mal, wie sieht das denn aus mit dem Wort Gottes? Machst du es da genauso? Wenn du krank bist, bist du im Körperlichen krank, aber du bist auch in deiner Seele betrübt, nicht so gut drauf, ein bisschen deprimiert. Wie ist es denn dann mit deiner Seele? Ich gebe dir einen guten Tipp. Mach es mit dem Wort Gottes genauso wie mit der Medizin, die du in der Apotheke holst. Nimm das Wort Gottes morgens, mittags und abends regelmäßig ein. Nun sage ich nicht, genauso wie 30 Tropfen morgens, mittags, abends, 30 Bibelverse morgens, mittags, abends. Nein, bete darum, dass Gott dir ganz genau zeigt, was er dir heute zu sagen hat. Geh mit einer Erwartung daran, dass du auch weißt, das ist das Wort heute für mich. Gott will dich jeden Tag beschenken. Er will dich jeden Tag durch sein Wort, was Leben ist, aufrichten, heil machen, gesund machen, wiederherstellen, aufbauen, ermutigen. Er möchte, dass du morgens, mittags, abends eigentlich immer sein Wort zu dir nimmst. Das ist jetzt kein Gesetz. Mit morgens, mittags, abends meine ich, hab eine tiefe Sehnsucht danach, das Wort Gottes in dich aufzunehmen. Hab eine tiefe Sehnsucht danach, Gott besser kennenzulernen, mit Jesus in Kontakt zu kommen, die Beziehung zu ihm richtig lebendig zu halten und zu pflegen. Eine Beziehung muss man pflegen. Ich wünsche dir, dass du weißt, Gott hat mehr für mich.